Eine klare Position in Sachen Waffenlieferungen hat bisher der Friedensbeauftragte der evangelischen Kirche in Deutschland, Kramer, vertreten. Nämlich dagegen. Mein Kollege Till Nassif hat ihn im ARD-Morgenmagazin gefragt, ob das angesichts des immer heftiger werdenden Krieges in der Ukraine noch immer seine Haltung ist. Wir haben in der evangelischen Kirche in Deutschland dort eine Diskussion auch darüber und haben verschiedene Positionen. Ich selber persönlich bin klar weiterhin gegen Waffenlieferungen, weil das Problem ist das der Eskalation. Und das sehen wir ja auch. Am Anfang hieß es, die Bundesregierung liefert keine Waffen. Dann hieß es, sie liefert Verteidigungswaffen. Jetzt sind wir schon bei schweren Waffen. Und das Hauptproblem ist ja, wir können jetzt nur Frieden schaffen ohne Waffen. Und zwar nicht für die Ukraine. Ich glaube, was wir der zu sagen haben, ist gar nicht der Punkt. Und die verteidigt sich, da hat auch keiner einen Einspruch dagegen. Das ist ein selbstverständliches Recht. Aber dass wir sozusagen immer weiter in den Krieg hineinkommen bei einem Eskalationspotenzial hin zum atomaren Krieg. Das ist eine Gefahr. Deswegen gerade in diesem Jahr Ostermärsche zentral wichtig. Frieden schaffen ohne Waffen, gerade für die Länder der NATO und der EU, dass wir nicht in diesen Krieg kommen. Aber Sie sprechen vom Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung. Wie soll das der Ukraine gelingen, wenn sie die Waffen dafür nicht hat? Ich würde erst mal sagen, es gibt einen klaren rechtlichen Zusammenhang. 1994 haben Großbritannien und auch die USA sich verpflichtet, die Integrität der Ukraine für die Abgabe der Atomwaffen zu garantieren. Diese beiden Länder sind jetzt auch bei Waffenlieferungen, bei Unterstützung logistischer und aufklärerischer Art voll dabei und erfüllen damit ihre Vertragspflichten. Die NATO ist nicht Teil dieses Vertrages gewesen und Deutschland auch nicht. Und ich halte es für sinnvoll, dass wir differenziert vorgehen. Im Übrigen wird ja gerade gesagt, Deutschland wäre gar nicht zur Landesverteidigung bereit. Entschuldigung, Herr Kramer, ist das nicht zu einfach dann zu sagen, na ja, dann werden halt die Waffen von den USA und von Großbritannien geliefert und Deutschland ist fein raus? Machen Sie sich da nicht ein bisschen zu einfach? Ich würde mal sagen, die Waffen liefern machen sich sehr einfach. Das ist ja die bequemste Haltung. Einfach Waffen liefern und gucken, was passiert. Wir kämpfen doch nicht. Wir sind doch gar nicht im Krieg. Das ist doch zentral. Und ich glaube, dass wir eine differenzierte Haltung brauchen. Und wenn wir zum einen sagen, Deutschland hat keine Waffen für die Selbstverteidigung und die nationale Verteidigung. Wir müssen ein Riesenprogramm auflegen, was die Frage ist, brauchen wir so viele Waffen für die großen Fragen, vor denen wir stehen? Und auf der anderen Seite wollen wir Waffen verschenken. Da passen viele Dinge nicht zusammen. Und für uns als Christen, für viele Christen von uns, ist die Frage, Waffen zum direkten Töten zu liefern, ist auch ethisch ein Riesenproblem. Deswegen, ob du Waffen lieferst oder ob du nicht Waffen lieferst, ist in jedem Falle mit Schuld verbunden. Es bleibt eine Ambivalenz. Wenn du nicht lieferst, unterlässt du Hilfeleistung. Wenn du lieferst, lieferst du direkt zum Töten. Man kommt da nicht schuldlos raus. Da sind wir uns einig. Und die Gewichtung ist unterschiedlich. Und die Friedensbewegung sagt klar, keine Waffen liefern. Was wäre für Sie denn dann die Alternative? Was sollte die Ukraine tun, wenn sie sich nicht mit Waffen verteidigen kann? Ich finde es immer merkwürdig, dass wir versuchen, der Ukraine zu erklären, was sie zu tun hat. Das ist gar nicht unsere Position. Wir müssen überlegen, was wir tun können in Deutschland. Was ist unser Beitrag? Und wir müssen es von hinten her denken, von dem Punkt, wo Frieden gemacht wird. Und das ist auch aus einer Perspektive, wenn Sie aus der russischen Perspektive mal auf Europa schauen, ist es hilfreicher für einen Frieden, wenn das nicht ein Block von Feindschaft, von Aufrüstung, von Bedrohungsszenario ist, sondern wenn das differenziert ist, wenn man nicht mehr genau weiß, wer ist eigentlich da wo und wie. Und gleichzeitig halten wir ganz klar zusammen, was die Beurteilung angeht. Anbelangt, völlige Solidarität in humanitärer Weise. Und es scheint mir auch jetzt, wenn wir mal auf den längeren Term schauen, viel sinnvoller, Milliarden für den Wiederaufbau der Ukraine auszugeben, als für Rüstungswaffen, die uns nicht sicherer machen. Aber das hilft, das hilft ja konkret im Moment der Ukraine nicht weiter. Also was soll die denn dann tun oder wie sollten wir uns einschalten mit einem Russland, mit einem Wladimir Putin, der offensichtlich Verhandlungen, Friedensverhandlungen nicht möchte? Ja, wir müssen immer wieder Kontakte und Gespräche suchen. Wir haben vermutlich, und das ist ja das, was schwer auszuhalten ist, da sind zwei Kriegsparteien, da kämpfen, der große brutale Angriffskrieg durch die russische Seite und der Verteidigungskrieg, der gerechte Verteidigungskrieg durch die ukrainische Seite. Wir sind Zuschauer, ob wir Waffen liefern oder nicht, das ändert an unserer Zuschauerrolle nichts. Und Waffen werden geliefert in riesem Umfang, wir haben es heute gerade wieder gehört, 3,2 Milliarden Euro schon von der USA geliefert worden. Also an Waffen mangelt es nicht. Und wir haben ja auch, kriegen ja auch mit, dass eher das Problem ist, die an den Ort zu bringen, wo sie gebraucht werden. Also ob der deutsche Beitrag, der ja auch an vielen Stellen dann uns auch eher peinlich berührt hat, hilfreich ist, wage ich sehr zu bezweifeln.